Beat Sennhäuser, Geschäftsführerin von Fischbexpo. Die FIFRA 2017 die neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu. Mit was verwehrter würdet ihr die diesjährige Ausgabe umschreiben? Es war schön, ein toller Ehrengast und danke, dass alle sind gekommen. Was waren die Highlights von der FIFRA 2017? Ja, ist sicher auch mal der Ehrengast, der Zimmermann und Schreinermeisterverband hat das super gemacht. Also es sind 850 Arbeitsplätze im Oberwallis, das hat man gespürt. Die kommen von überall her. Ich bin überzeugt, dass der Hüfo vielleicht das erste Mal in der FIFRA war. Und das ist natürlich super für uns, da kann man die wieder aktivieren. Und die sind gespannt gewesen. Und zudem haben wir schöne, attraktive Stände, also qualitativ hohe Stände und eigentlich rundum zufrieden. Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung quasi. Was dürfen wir von der FIFRA 2018 erwarten? Ich glaube, so das Konzept bleibt mehr oder weniger gleich. Weil wir wollen eigentlich eine Gewerbmesse. Wir wollen die Restaurationsbetriebe nicht mehr erweitern. Das haben wir letztes Jahr immer gestoppt, weil wir haben so viele auf der Warteliste, Kalorien, die wollte ich kommen. Wir wollen aber eine Gewerbmesse und der Ehrengast, der sich in der Görlinghalle ausbreiten oder nicht, das ist dann die Wahl, die der neue Ehrengast wird haben. Beat Sennhäuser, danke schön. Danke schön und hoffentlich bis nächstes Jahr.